Tja, nichts wie raus. Danach ist ja den meisten von uns jetzt im Frühling, vor allem wenn man die ganze Woche drin gearbeitet hat. Ein super Tipp ist da der Salzgittersee. Da können Sie richtig aktiv werden. 74 Hektar ist er groß. Da kriegen Sie schon Muskelkater vom einmal drumherum spazieren. Und auf diesem See gibt es auch eine Insel. Da wird an diesem Wochenende die Wassersportsaison eröffnet. Wir haben Philipp Jessing geschickt, der war begeistert vom Angebot und findet, das sollte jeder von uns mal machen. Ja, unbedingt machen. Das ist eine richtig tolle Abenteuerinsel hier. Vor allem, weil ab dem Wochenende die Wasserskianlage wieder durchgehend jeden Tag geöffnet hat. Und damit Sie da nicht gleich so eine dumme Figur machen und gut aussehen, dachte ich, ich zeige Ihnen schon mal ein bisschen, wie es geht. Ja, spottet nur. Aber bevor Sie das machen, fahren Sie erstmal ganz lange nur geradeaus. Und schon das macht irre Spaß. Und dass um Sie herum permanent die Gesetze der Schwerkraft ignoriert werden, spornt nur an. Sie können natürlich einfach drauf loslegen und Autodidakt spielen, aber schneller geht's mit ein paar Tipps. Also wichtig ist, dass du die Arme nah an der Hüfte hast, Bauch anspannen und ab geht die Post. Vielen Dank! Und schon gleitet man fast genauso lässig über den See wie alle anderen. Fast. Ich hab dann in der Kurve so einen 360 Rollback Grad versucht und da hat mich der Wind so ein bisschen erwischt. Ja, das kommt vor. Ist doch super. Hast dich nicht schlecht geschlagen. Und deswegen nächstes Level. Starten mit Reinspringen. Aber gut. Ich sag Hep und du springst. Hep. Das Brett kann das. Genau, das Brett. Und wenn die Sonne mitspielt, auf jeden Fall Wakeboarden oder Wasserski ausprobieren. Sie können sich Anzug, Board, alles einzeln leihen hier. Wenn Sie aber schlau sind, nehmen Sie den Kurs für 30 Euro, da ist alles mit drin. Das sieht schon sehr professionell aus. Vielen Dank, Philipp, jetzt.